Ach, oh, Verzeihung, Du, wir sind gleich. wir sind gar nicht auf dem unterwegs, tut mir leid. Rumjat, wir werden sterben. Punktlandung. Oh! Oh. Ich hab mal alle Freunde mitbringen. Zusätzlich können wir verkaufen. Sehr gut. Wir zwei haben da draußen den Kampf-Jackpot geknackt. Entschuldigung, die Volksfront von Concordia braucht dich dringend. Wir haben noch zu wenig Mitglieder. Sniper, darum hat Debbie ein paar Plakate designt. Würdest du sie abholen? Sie sind in unserer geheimen Basis. Eine Feuerwaffe könnte übrigens ganz nützlich sein. Erinnert mich an Mae von Overwatch. Ach Gott, nein, bitte nicht. Oder? Oh nein. Ich kann es besonders dauerhaft auf einen und derselben Ton dauerhaft sagen. Qualität, niedrige Preise und ich stelle keine Fragen. Lass mich wissen, wenn dir etwas ins Auge fällt. Danke für die Kohle. Ist das so ein Klassenmonster bei dir? Ich brauche. So. Oh, was habe ich jetzt bekommen? Ja, wir haben eine Mission abgeschlossen. Also kriegst du dafür eigentlich auch eine Belohnung. Das ist eine Level 11er Quest, wenn ich mich nicht täusche. Hilfe, was? Stand da. Ja, Level 11. Ja, zeige. Ja, ich habe eine Level 9 Granate gekriegt. Bessere Ware findest du nirgendwo. Ich tue schon mal die Hauptmission wieder auswählen. Malivan, Malivan. Delta, besonders du hast einen Rom jetzt vergessen. Oh. Doch, ich bin noch am Kaufen hier. Ja, und außerdem kann er das Panel benutzen, um sich dann direkt bei mir rein zu porten. Panel? Achso. Boah, geht doch. Boah. Okay. Komische Drehung, aber ich akzeptiere es. Wenn du Plakate von unseren Gegnern siehst, fackel sie ruhig ab. Ah, das ist mir bei die den Mission. Anderen ganz doll Pluspunkte ein. Abgeschlossen und... Wie komm ich rein? Dummchen, ich hab keine Beweise, dass du würdig bist, ein Mitglied von Red Bellys Giftbande zu werden. Also das war jetzt gerade sehr durcheinander. Das war richtig geil durcheinander. Das hat aber gepasst. Junge, wir müssen ja außen rum, ernsthaft. Ach nee, das sollte ich auch, dass man boosten kann. Ja, aber auch nicht bei allen. Ja, komm, gehen wir zu den anderen. Da war, glaube ich, irgendwo. Ja, da ist was. Ich habe eine noch schlimme Erinnerung. Sie haben als einer der herausragendsten Söldner der Galaxis Berühmtheit erlangt. Aber auch Sie haben mal klein angefangen, oder? Führten ein Leben wie jeder andere auch. Was hat Sie auf den Weg zu hoher Gewalt gebracht? Welche Verkettung von Ereignissen hat dazu geführt, dass Sie nun hier vor mir sitzen und Ihre Autobiografie diktieren? Als Kind war ich gut im Kämpfen. Diese kurzen Antworten jedes Mal. Oh Mann, ey. Ein Grund, warum ich ihn so sehr liebe. Ich find's schade, dass seit Borderlands 2 so verkommen ist. Ernsthaft? Fragtrap, Lawbringer, Lawbringer, Fragtrap, Baroness. Ernsthaft? Alter, ihr lässt hier alles stehen. Räumt doch mal wenigstens auf, Jungs. Also, so viel Erfahrung ist es auch nicht.
Ich hab gleich ein Level up wieder. Dito. Achso, jetzt seid ihr doch hier. Ja. Wieso hast du die Liste so viel stehen? War gerade am Schützenplatz. Kommt wohl von Red Belly! Tötet ihn! Da bist du! Ich schick dich auf die dunkle Seite! Der Macht! Schneid der Schweiz da! Irgendwas! Aua! Ich komm nicht weg! Aua! Ich weiß nicht, warum ich solche Frame-Rate habe. Ich hab das aber... Also ich hab nicht wirklich Frame-Rate-Brüche, es sieht halt nur so aus, wenn die anderen Charakter sich bei mir bewegen. Welches Spiel ich das erstmal gehört habe? Keine Ahnung. Was denn? Hui! Das war halt diese Zeichentrickschnecke. Du musst neben den Jumppad ist so eine kleine Konsole, die musst du anschießen. Was hat mich denn gerade da gehittet? Instant weg war ich. Oben. Alter. Oha, was geht denn hier ab, ey? Gleich ein Rad, was? Ja, er läuft jetzt mit einer Bass-Ex rum. Das ist der von Psycho. Ja, das ist der extra Skill. Danke. Au. Alter, durch die kleinen Frame-Einbrüche kann ich nicht beschätzen. Ich weiß nicht, was leid. Es tut mir leid. Oh, da ist ein Prisma. Du kommst hier nicht lebend raus! Au! Oh Gott, noch ein Dicker. Oh! Ja. Bitte, bitte, bleib da! Fuck! Ich würde eigentlich das aufnehmen. Wie eine Granate. Ach, da ist noch einer. Tschüss. Ui. Wo fliegt er hin? Ich bin die unendlichen Weiten. Ey, da ist noch einer. Der soll Captain Spock grüßen, wenn er unterwegs Hallo sagt. Oha. Und einmal hopp. Einmal hopp. Und hier oben ist eine fette Kiste. Hier sind noch. Fette Kiste. Das einzige Gute, was hier ist, ist eine Schrotz. Sniper, entschuldige. Wo denn? Hört da hinten. Warum schieße ich wirklich vom Hocker, ehrlich gesagt? Wie gesagt, das einzig Gute dort. Ich habe nicht behauptet, dass es gut sei. Was ist das denn hier? Wo ist denn die her? Mein Auto. Immer nur zwei Schuss, okay. Hey, da kommen Raketen runter. Wo kommen Raketen runter? Hä? Was ist das? Hier oben, da kam gerade hinten Raketen runter. Da ist keine Rakete runtergekommen. Doch, da sind Raketen runtergekommen. No.
Du lügst. Nimm. Zeig's mir mal, Romeo. Vielleicht weiß ich dann, was du meinst. Was da oben eine große, fette Rakete ist, das weiß ich. Allerdings ist das für da hinten sind halt eben Raketen runtergekommen. Der wurde hinten hingeballert, hinter die Brücke. Aus der Richtung? Da hinten, in die Richtung da hinten. Ach, weißt du was? Was? Nein. Geh wieder ran. Ich bringe uns schon nicht um. Da, schon wieder. Das sind keine Raketen, das sind Meteoren. Oh, jetzt wow. Weiß ich, was du meinst. Oh, shit. Was machen die eigentlich immer so lange? Oh, unser schönes Auto. Ah! Ja. Und sonst kannst du da mit dem Typ sprechen. Den Roboter. Oh, warte mal noch. Bei dem müssen wir das melden. Weil ich glaube, der macht dann das Tor auf und dann können wir da reingehen, das Ding. Aua! Was ist das denn? Das war etwas. Ich hab's nicht gesehen. Nehm. Hä? Ach, da oben, das Dicke. Oh fuck. Band. Hallo! Es war optimal geparkt, hallo? Du hast dich als würdig erwiesen und deine Initiation ist fast abgeschlossen. Deine Initiation? Eines anderen Eingangs auf dein Echo. Aber hier ist doch ein Tor. Ich habe an der Steuerung rumgefummelt und da hat sich was drin verklemmt. Die Tür geht also gerade nicht, aber du kannst durch die Seitentür rein. Sag denen einfach das Passwort. Es lautet... Damn. Ich warte hier. Ehrlicher Roboter. Allein, geheimnisvoll, verzweifelt in seinem Wunsch nach... Willem tut das, glaube ich, geil machen. Hm? Bei dem Passwort aussprechen, ich glaube, das macht Willem so geil. Was ist das? Alter! I believe, ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Borderlands 2 war es besser. Ja, die Steuerung mit denen ist auch richtig ätzend. Gib wobei, ich zu. Es gab damals in Command & Conquer Renegade hieß das, da war die Steuerung auch so. Oh ja. Ja, komm, Claptrap, hau raus. Ja, ich. Wer hat jetzt die Tage? Ich würde nicht Mann, Community-Tag machen. Ja. Da werde ich ein paar Spiele wahrscheinlich reinposten. Dann halt. Welche Spiele? Möchtegern-Gang-Mitglied, ich hoffe, du kennst das Passwort. Jetzt habe ich heute Borderlands, jetzt morgen, glaube ich, oder die Tage werden wir mal gegen den Nachmittag Rust spielen. Make random noises, hits the secret password. Mal gucken. Ist okay. Lieben gerne. Morgen gleich wieder. Was ist hier los, Red? Weiß nicht, Betty, sag du's mir. Wow, was war das denn? Gut, so viel ist klar. Ich hab noch Loot. Ich schätze, da bleibt nur eines. Den Tee zu kochen. Yeah, erhalten ein, ihn in Stücke reißen. Ich hab da mal einen Mondstein geholt, ne? Du bist schräg. Auf ihn, Jungs. The fuck? Ist wieder ein Badass da. Jo. Romeo hat von der Klippe schubsen. Was zum Teufel stimmt mit den einen Gegnern nicht geklettert? Oder kein Jetpack? Nein, Romeo. Nein. Nicht die Klippe runterlaufen. Aber ihn die Klippe runterschubsen. Jetzt muss ich mal kurz hier. Bye, rein. Bye. Auf. Wie ist die Waffe gerade bescheuert gewesen? Darf ich den auch gerade runterwerfen? Was? Was halt denn der das? Ja, ansonsten, wie gesagt, ich habe halt noch ein paar wenige Story-Games, die ich noch mit in den Vault reinsetzen kann. Muss ich mal gucken. Komm jetzt. Hä? Dein Kollege war ein... Alter, was? Hör auf, in der Luft zu stehen? Geht doch. Da ist nur eine grüne Granate gewesen. Ich muss ganz ehrlich gestehen, momentan mache ich mir eher einen Kopf darüber oder Gedanken darüber Zwecks hier, ne? Du weißt schon. Wenn es hier Brüderchen sich da gar nicht zu Wort melden. Das geht mir tierisch auf den Sack gerade. Erleben soll schon. Luft. Luft kriegst du da drin. Da oben. Ich bin gerade noch ganz woanders, weil ich einen Sniper habe. Ah.
Ja, da ist das schöne Speck. Es ist halt, die fliegen, da kann man dann nicht viel ändern. Ja, der Skill ist für Sniper nicht so nice und... Jep, ich merk's. Eine Frage. Du spielst doch gerne Sniper. Warum hast du nicht Aurelia genommen? Oh, Aurelia? Ach so, ja, die Baroness, ja, ja, die ist mit Snipern relativ gut bei Sache. Woher soll ich das wissen? Ich bearbeite ihn. Wo ist er? Ach, da hinten. Jetzt ist er down. Ich habe allgemein so mit Sniper und Laserwaffen hier in den Teil gespielt. Wie bitte? Ich habe so mehr mit Laserwaffen und Sniper. Was meinst du jetzt? BR-Chip, was meinst du? Kann mich einer ach, WhatsApp. Ich bin hier in der Ritze. Das kann ich verstehen. Danke fürs Gucken. Ich war okay. Wobei ich da so ein bisschen das Gefühl habe, ich wollte hinkommen, aber dass wir beide die einzigen sind, die sich über sowas Gedanken machen, ne? Keine Ahnung warum. Drüber gehen und passt. Klar sind die anderen auch noch ein bisschen jünger, aber keine Ahnung, danke, aber da machen sich schon Gedanken drüber, ne? Danke, aber gut, dass du dafür geschaut hast. Ach, ich hätte noch eine Lootkiste, die ich anbieten könnte. Wo? Ist halt ein bisschen tricky und ich glaube, ihr könntet dabei sterben. Aber eigentlich, solange ihr nicht boostet und rechtzeitig C drückt, kommt ihr hier hinten an, wenn ihr dann noch ein bisschen lenkt. Ja, passt doch. Die SMG wird ich gerne. Das ist endlich meine Bevor er was sagt, ist es schon eine Shotgun da oben. Ja, und? Prinz Arnold hat's genommen. Ich bin das Shotgun. Bleibt für Rumi hat nur noch eine Pistole. Ich weiß nicht mehr, wo ihr seid. Wir sind hier oben. Du musst hinten aus dem Gebäude raus, wo du warst, und dann über die Dächer auf das Große und dann das Jumppad. Ach so, ja. Und dann kommst du hier hin. Nächstes Mal, wenn wir hier sind. Da. Yeah. Das mit dem Loot, ja, das ärgert mich halt gerade, ne? Dass das so ein bisschen zu spät halt immer kommt. Ah, endlich wieder eine Dalles in den Pfoten. Oh. Jetzt geht's mir besser. Bäh. Was gibt da der Doppelgänger gerade von sich? Das habe ich nicht zugehört. So, nein, ja, nein, passt. Nichts wie Laser und dicke Bomben. Es ist ein guter Tag, voller Möglichkeiten. Nichts geht über. Hier ist ein kritischer Schaden und Nahkampfmod. Für? Durch zum Beispiel, weil du ziemlich gerne im Nahkampf kämpfst. 43. Ja. Denk daran, wir haben immer so, Mods sei schon, Nina, ja? Ernsthaft, warum sind da Niklas Mods für mich dabei? Ach, das ist ein Doppelgänger-Mod. Hm. Wo? Ich hab ihn gerade mit meinen verwechselt, verdammt. Das macht jetzt 100 danke. Dollar. Ich bin der Held. Das wollte ich gerade abgelenkt. Ja, wie gesagt, dass wir bei uns die einzigen sind, die Gedanken darüber machen. Ich meine, ich kann verstehen, dass Brüderchen momentan so ein bisschen mit der Gesundheit zu kämpfen hat. Ne? Das war ja nicht ohne, da auch die OP und so weiter. Aber trotzdem kann man das so ein bisschen entgegenkommen, weißt du? Doch. Was war wo mit Matt? Bitte? So ein Sauerstoffding halt. Mehr Nahkampfschaden, kritischen Schaden auch noch erhöht. Ja. Und Schwitterschaden oder was von dran.
Aber na gut, die O2-Kapazität ist niedriger, ne? Jo. Der Schmetterschaden ist ein bisschen höher. Habe ich ein Upgrade. Aber komm, find mir, da habe ich später noch bessere Mods. Aber ich glaube, das ist eher so im oberen Level. Bei Level 30 oder so habe ich erst bessere. Crisis Scar. Crisis Scar. Crisis Scar. Wom. Hm, da hinten war ich auch noch nie. Ich hier hinten war ich echt noch nie. Was gibt's hier? Hier gibt's sehr viel. Sehr viel nichts. Sehr viel Steine. Sehr viel Mond. Aber. Und da hinten ist so eine Lichtershow. So wie es aussieht. Und die Erde. Pandora. Also. Sieht geil aus. Ja. Da hinten ist ein Kraken-Emulator. Ja. Wie gesagt, bei den Jüngern verstehe ich das Ganze ja noch. Ich schieße mal drauf. Aber bei den anderen halt nicht. Boah. Aber ich gehe gerade auf meinen Doppelgängerweg, also. Da ist gerade im Moment Waffenwurst. Das ist der Punkt, ist ja, egal. Dass wir beim letzten Mal abgesprochen haben, dass wir es halt bei ihm machen wollen, weißt du? Und dass ich dann hier die Alben mitbringe, wenn ich sie aus dem Keller geholt habe und für mich persönlich die Konsole und so weiter. Ne? Deswegen versuche ich die ganze Zeit da zu erreichen. Außer mal ein, ja, ich müsste mal einkaufen. Oder wenn ich ihn hier mal online erwische in World of Warcraft oder so, gibt er mir ja keine Antwort. Weil für mich im Moment wird es sich auch nicht gerade lohnen, wenn ich jetzt auf, naja, also Wilhelms Skill. Was ist das? Oh, der ballert wieder. Der Superlaser. Und da haben wir gerade die Druckschwelle. Lass den Blödsinn! Wenn du ein Problem mit Hyperion hast, fein, aber es gibt unschuldige Menschen auf Alpes. Ach, da. Arschloch. Ja, die gibt's. Okay, die alte spinnt total. So, du musst dich beeilen. Ja, wie gesagt, ich habe Verständnis dafür, was der, mit der OP da angeht und so weiter. Und ich glaube, dass er vor kurzem wieder krankgeschrieben war, deswegen. Wahrscheinlich nix. Aber sich so gar nichts zu melden, besonders wenn es gesundheitlich auch scheiße ist, nee, dass man nächstes Mal sagt, ja, jetzt momentan, hier komm, gib mir ein bisschen Zeit oder keine Ahnung was, weißt du, das nervt mich halt. Ach so. Peapod! Weg da! Oh, Sauerstoff! Ob's wohl möglich ist, rückwärts zu denken? Nirgends uns Stockwerk zu kommen. Na, hast du ja in den Schrecken genügend Sauerstoff? Ja, in dem Gebäude auch. Also da? Ja. Ja, ne Mann. Tja, mein liebster Mensch auf der ganzen Welt ist verschwunden. Du bist dann ist der Turm besser, ihn zu suchen. Ich glaube, es war ein Er. Außer es war eine Sie. Nein, ganz bestimmt ein Er. Ich komme aber nicht auf den Namen. Ich habe sie den lustigen Wandersmann genannt. Also die Turm war immer so besser. Ein heiterer Kerl. Hatte für jeden ein Lächeln und einen Song. Er war ein furchtbarer Used to call Sänger. It the Jolly Swagman. Wir haben gerade einen Swagman gekillt. Sie ist immer auf dem Mond rumgezogen und wenn sie wiederkam, hat sie von irgendwelchen verrückten Zeug geschwärmt. Ups. Ich weiß nicht, wo er zuletzt gesehen wurde. Wenn du sie suchen könntest, er schuldet mir einen Drink. Alter, im Englischen ist der so besoffski. Nicht mehr nice. Da, hier hinten war's. Das war das, wo ich gemeint habe. Hier ist es. Nee, nicht ganz da hinten. Rene, guck doch mal, was da ist. Nicht gerührt. Deiner kurz drauf geachtet, wie viel von wie viel angezeigt wurde? Eins von drei. Mist. Wo?
Am Boden. In der Luft. An der Decke. Ich dachte, das wäre an der Wand, nämlich das. Ja, aber so allgemein ist ein Thema momentan, ist das, was man sich alles vorgeplant hat, so aus dem Ruder umgeraten. Ne? Jetzt mal abgesehen von dem, was wir da bei uns geplant hatten. War ja die Woche auch geplant, einen PC fertig zu machen. Das ist, weil hier in Deutschland Bürokratie natürlich so eine Sache ist. Ist auch nicht das, was voranschreitet. Dann Internet und ich tippe leider Gottes auf den Host. Das müsste ich sein, ich habe aber kein schlechtes Internet. Jetzt wieder. Das geht ja wieder, also juckt. Dann, wie gesagt, jetzt habe ich die Woche noch das mit dem Rust. Das werde ich machen. Und jetzt hier das mit dem Borderlands halt, ne? Aber ich sage ja mal, Reserve geht vor. Was habe ich alles gesehen? Ich bin umhergezogen bis zur Borago-Wüste. Ich habe ein riesiges Wasserloch gesehen. Und heute war auch. Ich frage jetzt nur, wie komme ich wieder zurück? Obwohl ich gestern gesagt habe, so heute auf jeden Fall ein Stream, war ich kurz davor zu sagen, nee. Weil ich habe endlich mal hier mit den anderthalb Wochen Urlaub, habe ich es endlich geschafft, mal ein bisschen klar Schiff zu machen. Jetzt gibt mir mein Herd auch noch am Arsch, ich könnte momentan kotzen. Ja, bitte? Hier ist noch eine Waffenkiste, vielleicht kannst du was gebrauchen. Aber dann kehrte ich aus den fernen Landen zurück. Und habe ihn verloren. Nicht weit von hier. Verdammte Kragans greifen mich an. Such ihn, Peepod. Dann weißt du, dass ich die Wahrheit spreche. Sieh auf dein Echo. Macht das schon wenig Sinn? Ich bin am Ende. Und das Krasse ist halt, weißt du, ich habe im Keller habe ich noch ein Herd stehen, wo ich aber nicht weiß, ob er funktioniert. Der war damals, war der an der Steckdose befestigt, da muss die Brücke anders gesetzt werden. Ich kenne mich nur mit Elektronik aus. Oh, du, hier hinten fällt man durch die Welt. Und, ja, jetzt da noch extra einen Elektriker holen. Oh, schau dich mal um, ob du ihn siehst. Da ist er. Das ist der Schafsbock. Der arme Irre. Er hätte niemals bis zur Borago-Wüste gehen sollen. Von da kommt nee, das ist weit sich auf das Ding da bezogen, ne? Würde ich nie hingehen. Warte doch, Mia. Und nur noch ein Beres. So los, ne? Ja, das Problem ist halt, dass die Brücke halt hinten anders gesetzt wurde und das ist mir halt so teuer, jetzt extra einen Elektriker zu holen, der den alten da ausbaut. Das ist ein Keller. Ich hab ein Ceran-Kochfeld da noch stehen, weißt du? Von Siemens halt. Und bei mir sind die Kochplatten alle am Arsch. Oben die Abzugshaube, die will ich seit Ewigkeiten mal da wegbekommen, weil die am Arsch ist. Die hängt da versifft rum. Ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast. All solche Geschichten halt, ne? Wow. Wieder alles auf einmal. Dann mit den Szenen, wo ich mir dann zu kämpfen habe. Ja, da würde ich mir mal wünschen, dass Monsieur Brüderchen sich da mal den Arsch hochkriegen würde, ne? Beutel wurde aufgehoben, ab geht's. Weg hier. Komisch, irgendwie bin ich auf einmal wieder zurück. Hä? Wie zurück? Jemand hat den runtergeworfen auf gut Deutsch. Ach so. Die Schwerkraft. Hammer Time. Ach, hier oben wieder zur Abfrage. Wer bist du? Egal. Das hier habe ich gerade gefunden. Mein liebster Mensch auf der ganzen Welt hat ihn mir geschenkt. Es ist ihr Proviantbeutel. Sie sagt, da ist ein Schafsbock drin. Sowas gibt's doch gar nicht. Oh, das ist ein Schafsbock. Es gibt sie wirklich. Ich glaub, der das ist ein Schafsbock, das sieht aus wie ein kleiner. Naja.
Ob das bedeutet, dass es irgendwo da draußen auch tatsächlich ein Wasserloch gibt? Ein riesiges Wasserloch, aus dem ein hellviolettes Licht hervorschießt und aus dessen Tiefen die ohrenbetäubend stillen Gebete eines uralten Volkes dringen? Ohrenbetäubend still. Aber danke für die Hilfe. Manchmal frage ich mich, was das alles soll. Außer, es gibt ein riesiges violettes Wasserloch, aus dem Licht schießt. Meinst du, der Kleine will was trinken? Ich glaube, das nennt sich Iridium, was er meint. Nope. Violettes? Nope. Müssen wir jetzt hin? Ein violettes Meer kann ich darunter unter Iridium vorstellen. Flüssiges Iridium. Nope. Da ist eine Kiste drin. Die da unten in der Mitte? Nein. Auf der anderen Seite da. Auf dem Hügel. Oh ja. Ah, oh, ja, so zurück, okay. Für eine Frau mit Knarre würde ich alles tun. Sind das Gegners? Ja. Manu, vergleich Granat überraschen. Boah, Alter. Die Gegner. Warum jetzt fast gewonnen ist. Ja, ich wundere mich gerade, was die für Damage machen, ne? Alter, der kleine Minibot hat mich gerade ein bisschen erschreckt. Ach, hör doch auf. Rechtsgeschütze. Du hast unsere Geschütze zerballert. Stemmt die Eingangstür auf und killt ihr Jungs. Ja, machen wir den kaputt. Ich hol mir aber vorher noch was. Ich hol mir auch etwas. Schilde. Hier gibt's Schilde. Tja, wir sind hier. Wir haben den Leuten unsere neuen Deputy-Marken gezeigt. Was die super fanden. Klopft ihr auf Gott, ich hab jetzt voll Bock auf Heliumballons. Was ist denn das? Heliumballons? Ja, weil der so heliummäßig spricht. Ach so, der. Oh, hab ich die Kniebuckel und die Dichtlinge für meine Panzerung vergessen? Jo, danke. Die was und die was? Die Teile für die Beine. Zu spät, Mann. Aber da schießt sowieso keiner hin. Oh, ich mag die Kleinen, ey. Ich muss leider Gottes sagen, nimm. Nein, stimmt nicht. Alles nur heiße Luft. Mal sehen, was sie zu unserem Elite-Checkback sagen, Jungs. Oh, hier ist eine Waffenkiste. Oh, hier gibt's viele Waffenkisten. Also hier sind ein paar Pistolen drin, wer braucht. Oh, Pistolen? Nee. Ich habe auch gerade eine Waffenkiste gefunden, von der ich sogar nicht mehr wusste, dass sie hier existiert. Und das sind nur Pistolen drin. Oh. Bullen. Da hinten. Ah, need grenades. Was? Needs Grannies? Ja, grenades. Ich glaube, da wäre mein Charakter jetzt besser für dich. Er hat einen Granatenweg. Nein, wie gesagt, ich brauche nur Granaten. Ja, okay. Ich habe keine Ahnung mehr, wie man Granaten schmeißt. Auf G. Okay.
Bei mir macht das nicht. Dann hast du es höchstwahrscheinlich auf eine andere Taste gelegt. Ich troll den gerade so mega mit meinem übelst wenigen Leben. Granaten so, werfen. Komm, jetzt schlag mich mal. Schlag mich mal. Komm schon. Cool. Perfekt, danke. Komm, schlag mich wieder. Komm schon, schlag mich, schlag mich, schlag mich. Hopp, hopp. Nochmal. Nochmal. Explosionswaffen ohne Ende. Ich kann damit nie was anfangen. Eine Jack. Buba, Buba. Nom. Können wir mal sagen, wo ihr jetzt seid? Ach, da hinten. Was ist denn hier drinne? Hier ist so eine Waffe, falls ihr brauchst. Nee. Red und Billy nee, schlechter. Saßen hab ich auch. Nee, das ist total falsch. Was machst du denn, Billy? Nichts, ich singe. Ja. Bruh. Die ist schlechter im Schaden als... Warte, hier... Die hat, die hat. Also vom Schussschema ist sie genau gleich. Ich bin die Waffe noch nicht mal angucken konnte, weil sie immer direkt gelootet werden, ey. Verzeih, Romeo, da liegt sie. Ja, nee, ist alles gut.